Hallo und herzlich willkommen zu einem Video Sims 3. Ja, ich bin der Martin. Und ich bin der Monso. So, wir spielen hier Sims 3, wie gesagt. Und es wird mir leid tun, wenn ich hier nur wieder Massens viel spiele, weil das ist mir im Test auf der Arm schon vorgekommen. Und ich will mich schon mal im Voraus dafür entschuldigen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns die Challenge ausgedacht. Jeder hat hier ein 9x9 Haus. Und muss halt das Haus bewohnbar bauen. Aber weil wir kein Geld haben, müssen wir uns erstmal Geld holen. Aber arbeiten wird so lange dauern. Deswegen drücken wir mal Steuerung Shift C. Da rein geben wir Motherload ein. Das haben wir schon kopiert. Man kann es dann halt auch kopieren hier mit der Maus markieren und dann Steuerung C und Enter drücken. Mit Steuerung V kopieren wir das, fügen wir es da immer ein. Ja, das machen wir ein bisschen mal, bis wir irgendwie nicht zweimal. Und wie man sieht, so, kriegen wir jetzt 350.000 haben wir jetzt. Für jedes Mal halt 50.000. Ja. Ich fange dann auch gleich schon an. Monson hat die Stoppere. Und nebenbei erzähle ich auch ein bisschen über das Spiel, worum es geht, die Steuerung und sowas. Ja. So, dann gebe ich dir mal den Countdown für dich. Und zwar 3, 2, 1 und los. Okay, gleich schon mal eine Tür. So, jeder zwei Minuten das. Ja, ich lasse dich jetzt erzählen. Also, Sims 3 ist ein Spiel, in dem man sich eine Familie aufbaut, reich wird und berühmt wird. Also, einen Job holen, eine Karriere machen, damit halt. Ein schönes Haus bauen, wie wir hier sehen, so wie Martin das jetzt macht. Und, also, die Charaktere, den Sims, den kann man sich selbst erstellen, so wie er aussieht, wie er heißt, oder auch, was für Merkmale er hat, Eigenschaften und Lebenswünsche. Also es gibt als Beispiele sozusagen Schachlegende, internationaler Spitzenspion und ähnliches halt. Zur Steuerung. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, in dem man durch Klicken mit Objekten und Personen interagieren kann. Ja, das war's eigentlich zu diesen Informationen, zur Steuerung und ähnlichem. Und jetzt können wir mal schön Martins Haus kommentieren. Und wir können dann ihn natürlich auch in der Zeit warnen, nämlich so eine Minute hast du noch. Schön. Boah, das ist ja richtig dunkel. Das ist sonst für die Wand. Ich will so eins. Scheiße, ich gebe mir gerade Zeit irgendwie. Ich lasse mir gerade Zeit, das ist voll schlecht von mir. Dumm von mir. So einen Kühlschrank braucht man. Man kommt jetzt auch voll gut an die Kaffeemaschine an. Ey, so. Schnell. Ist auch gut, dass der Kühlschrank mitten in der Wohnung steht. Ja. So. Dann noch eine Dusche. Also die Challenge besagt halt, dass das Haus bewohnbar sein muss. Aber wir haben natürlich noch ein Special reingetan, nämlich wer das hässlichere Haus hat. Denn wer das schönere Haus hat, wäre auf Dauer ziemlich langweilig. Und manche finden es natürlich lustiger, wenn das Haus recht unordentlich aussieht. Und abstrakt. So ähnlich wie bei Martin, denn man kann vom Kühlschrank aus mit ein bisschen Mühe an den Kühlschrank. Vom Bett aus. Ja, vom Bett aus. Fertig. Ja, ich habe die Fenster nicht platziert. Ich habe auf dem Sofa. Gut. So, also ich hab alles eigentlich drin, oder? Ja, alles. Bett, ein Waschbecken, eine Toilette, eine Dusche. Ja, ist alles drin. Man kann übrigens in der Badewanne Fernseher gucken, also Luxus pur bei mir im Haus. Ernsthaft? Ja. Cool. So, dann tauschen wir jetzt mal die Plätze. Ja, dann bin nämlich ich dran mit dem Haus. Und Martin stoppt die Zeit und macht. Zählt ein paar allgemeine Informationen, die dazu gehören. Genau. So, dann bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich nicht. Ja, ist mir egal. 3, 2, 1, go. Okay. Du weißt, dass du eine Tapete machen musst, weil sonst gefällt es dem Sim nicht. Das ist doch so. Ja. Das Spiel wurde aber auch gepublished von EA. Und es ist am 4. Juni 2009 rausgekommen in Deutschland. In der USA, die hatten es 2 Tage vor uns gehabt. Und zwar am 2. Juni 2009. Das Spiel kostet auf Amazon 37,98 Euro. Es ist leider nur ein Singleplayer-Spiel. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber sonst macht es eigentlich trotzdem sehr viel Spaß. Ja, weil du einfach mal so dir Geld cheaten kannst zum Beispiel. Das macht auch ziemlich Spaß, weil du da halt so tun kannst, als wärst du da reichste und sowas. Hast alles und... Man kann aber auch so halt normales Leben führen, was auch ziemlich Spaß macht. Das Spiel gibt es für PC, für den Mac, für den 3DS, für den DS, für die Wii, für PS3, für Android, iOS,
Symbian OS, Xbox 360 und den Pocket PC. Wer nicht weiß, was ein Pocket PC ist, es ist so ein Mini-PC, so wirklich so richtig klein ist der PC. Und das Spiel gehört zu ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Zur Genre? Genre, Lebenssimulation. Und ja, wie gesagt, man muss sich halt sein Leben aufbauen. Ja, jetzt können wir Monson mal ganz kurz schauen, wie lange er noch Zeit hat. Okay, gut zu wissen. Ey, ich hab dir auch mal die Zeit gesagt. Ja, noch 20 Sekunden. Ein Klo hast du, okay. Du musst auch essen können, ne? Ja, das weiß ich. Da arbeite ich gerade dran. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zeit um. Verdammt, das konnte ich nicht mehr setzen. Jupp. So. Ja, dann mal schauen. Hallo, auf. Ja, in den Live-Modus. So, ja, sorry. So. So, also. Dann fragen wir jetzt mal den Sim nach dem Haus. Wir machen dein Haus zuerst. Okay. Na, ich hoffe, ihm gefällt's nicht. Denn natürlich muss das ja irgendwie nicht. Beim Sim, dem muss es ja gefallen. Er sagt ja, ob man da drin wohnen kann. So gesagt. Verstehst du? Der Sim sagt nur, ob man drin wohnen kann. Ja, doch. Du kannst. Er kann. In deinem Haus kann er wohnen. Es ist nett dekoriert. Vor allem, weil du auch Licht hast. Du hast nämlich diese große Tür drin. Das stimmt. Was für eine Tür habe ich drin? Ach so, diese Tür. Ich habe aber auch Licht drin. Hier hingehen. Speed. So, mal schauen. Neue Sachen und nett dekoriert. Genauso. Also der Sim sagt, er kann drinnen wohnen. Das ist doch gut. Also wir haben es teilweise hingekriegt. Ja. Aber jetzt könnt ihr entscheiden, wer gewonnen hat. Durch die Kommentare. Das genau. Müsst ihr dann reinschreiben. Und wer von uns halt die schlechteren Kommentare hat, also mehr schlechtere Kommentare für sein Haus hat, der hat gewonnen. Ja. Ihr müsst halt einfach sagen, so wer gewonnen hat in dem Sinne von, darauf kann man zugreifen, gut zugreifen, darauf kann man nicht gut zugreifen. Also man muss wirklich zugreifen können und halt leben können in diesem Haus. Das stimmt. Ja, das war's von uns beiden erstmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, ciao.